So. Wird hier gepackt. Und dann geht's wieder hoch auf die Baustelle. Mal sehen, ob Asuka noch ein bisschen mehr aus Miguel rausbekommen hat. Der Espresso to go. Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. Na klar doch. Das klingt gut. Suche in den Stadtteilen von Liberty City nach Espresso-to-go-Ständen. Gut, ich dachte gerade, wir hätten eine Zeitvorgabe, aber es war bloß eine Hit-Anzeige. Oh, die letzte Nachricht habe ich jetzt nicht gelesen. Weil ich gerade aufs Hochgehen zum Auto konzentriert war. Aber ich habe noch gesehen, es gab noch eine zweite Nachricht. Was auch immer da stand. Ich hoffe, es wird nicht problematisch für die Ausführung der Mission sein, dass ich das nicht gesehen habe. Okay, das funktioniert soweit. Zack. Ah, okay, wenn ich den ersten zermatsche, dann läuft eine Zeit, weil die gewarnt werden. Kriege ich denn irgendwelche Hinweise, wo weitere sind? Oder muss ich in die Nähe fahren, damit die mir angezeigt werden? Oder wie läuft denn das? Ich fahre einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, genau. Und wenn ich in der Nähe bin, wird es angezeigt. Alles klar. So, im Park, okay. So. Nummer 2. Ich wechsle mal das Auto. Bleib doch mal stehen, Mensch. Ah, daneben das Stallion, wenn es sein muss. So, also einfach in Bewegung bleiben. Irgendwann wird schon was aufpoppen. Irgendein Ziel. Ich weiß auch nicht... Oh, gleich 2. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht irgendwie im Norden mehr sind als im Süden. Wobei kann ich mir nicht vorstellen, im Norden ist nichts weiter. So. Was, SCPD? Was wollt ihr denn? Ich zerstöre nur Kaffeestände. Ich weiß, das ist ein Major Crime, aber es sind keine echten Kaffeestände. Es sind Drogenstände. So schnell weg. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Mit diesen brennenden Hütten. Okay, wie viele soll ich eigentlich schaffen? 7 oder so? Irgendwie habe ich 7 im Kopf. Stand irgendwie 7 mal da oder habe ich mir das eingebildet? So, wir wechseln mal wieder kurz. Es darf wieder ein Stinger sein. Entschuldigung. So, fahren wir mal so. Siehst du mal, da ist nämlich gleich der nächste. Ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Campus vielleicht auch irgendwo ein Kaffeestand ist. Wäre zumindest lohnenswert wahrscheinlich. Oh, echt jetzt? Oh, was ist denn das? Okay, die Yakuza will sich auch drum kümmern. Ich krieg das Ding nicht klein! Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Was war das denn? Vielleicht ist das Ding doch nicht die beste Wahl dafür, ich weiß es nicht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er ist ein bisschen zu leicht. Naja, dann müssen wir den Spaß eben nochmal angehen. Gut, dass ich gespeichert habe. Dadurch sind wir direkt in der Nähe und können weiterhin auf unsere Waffen zugreifen. Die ich allerdings nicht zu benutzen gedenke in dieser Mission. Also das sollte eigentlich mit dem Wagen klar gehen. Es war aber gerade echt ein bisschen bizarr, dass das Ding einfach nicht kaputt gehen wollte. Ich kann nicht mehr fahren. Also mit Stinger sowieso nicht, weil Stinger ist der Teufel unter den Autos. Quatsch, Stinger, was sage ich denn? Stallion meine ich. Fängt alles mit ST an. Das Stallion ist der Teufel unter den Autos, also mit dem kannst du einfach nicht vernünftig steuern, das geht nicht. Die haben so eine schwammige Steuerung, aber schon immer, ganz traditionell. Gut, Versuch Nummer 2 für Espresso to go. Ich glaube, er steht drauf. Und sie auch, also sie sowieso. Gut, wenn du den ersten Espresso-Stand zerstörst, hast du 8 Minuten Zeit, bis das Kartell seine Dealer warnt. Ah, okay, das war also die zweite Nachricht. Dann... wollen wir uns keine Zeit nehmen. Keine Zeit lassen. Ein bisschen Zeit nehmen wollen wir uns schon dafür. Aber wir wollen uns keine Zeit lassen, damit zu beginnen. Auf geht's. So, Nummer 1. Weg da.
und schön in Bewegung bleiben. So. Ich weiß nicht, also irgendwann werde ich dann sicherlich mal wechseln müssen. Ich glaube, auf Stinger wechsle ich tatsächlich nicht mehr. Ich bleibe dann lieber doch bei Kamen, die ein bisschen Masse haben. Oh Gott. Ja, das ging ziemlich schnell, dass ich jetzt das Auto wechseln muss. Ja, so viel dazu. Auf Stinger wechsle ich nicht mehr, ne? Ich hoffe mal, diesmal läuft das ein bisschen besser als beim letzten Mal. Wir schauen mal. Wir versuchen es mal. Und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich das. Okay. Wir müssen nur genug Schwung haben. Dann geht das auch klar. Dann nehmen wir uns doch den Schwung, nicht wahr? Ja, ja, schieß nur. Ich habe keine Sorge vor deinen Schüssen. So, hier drüben war doch der nächste, ne? Ja. Das war der Stand des Todes, der mich gerade eben die Mission gekostet hat. Ah, diesmal läuft's. Alle auf Stunden, eine zerstört, echt? Das heißt, wir müssen jetzt rüber nach Shoreside Vale? Oder wollt ihr, dass ich nach Portland? Ne, Portland kann ich mir nicht vorstellen. Dort hat das Kartell keinen Einfluss, von daher, ich vermute mal Shoreside Vale. Na gut, dann unternehmen wir eine kleine Reise. Da ist es ja ganz günstig, dass wir am Stinger sitzen. Halt, hier oben müssen wir lang. Ja klar, warum links oder rechts an dem Ding vorbei? Wir fahren einfach drüber. Wunderschön. Die eleganteste Methode. Wir fahren über die Poller drüber. So, das ist gut, dass die Brücke jetzt schon am Bimmeln ist. Das heißt, wenn wir oben ankommen, sollte sie fertig sein. Also kein Verzug großartig. Hier seht ihr auch, was ich meine mit Stinger ist mir am liebsten mit dem Vorderradantrieb. Du kannst einfach diese Auffahrt hochfahren ohne Probleme hier. Oh! Okay, das kam unerwartet. Wir haben nur 7 Punkte verloren, das geht noch. So, jetzt haben wir natürlich nur das Problem, ich brauche ein Auto. Ich brauche dringend ein Auto. Oh, die Ungeduld war tödlich gerade. Für meinen Wagen zumindest. Ach, ich kann ja noch nicht klettern hier in dem Teil, stimmt ja. Sag mal... Ah. Ja, gib mal her. Gib her, gib her! Gib mir deinen Wagen! Nehme ich halt... Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich weiß, ich bin in Shoreside Vale. Wollt ihr mich verarschen? Bleibt stehen! Ich will nicht die Karre da... Ah. Dann müssen wir eben den nehmen. Ein Traum. Ja, die Dinge sind ziemlich schnell schief gegangen gerade. Das gebe ich zu. Das war so nicht geplant. So, wir müssen mal auf jeden Fall hier rüber fahren. Scheiße, komme ich hier drüber? Na, nicht so wirklich. Also schon irgendwie, aber nicht wirklich gut. Sagen wir es mal so. Es funktioniert. Wir sind drüber gekommen. Und ich meine, wir haben ja noch gut Zeit. Ich nehme mal an, so eng wird es jetzt von der Zeit her nicht sein bei uns. Kannst du bitte mal aus dem Weg fahren? Danke. So, mit dem sollten wir genug Schwung aufnehmen können. Zack, um das Ding in die Hütte hier reinzusetzen. Okay. 3 noch. 6 von 9 stand gerade da. Das habe ich vorher irgendwie total missachtet, dass da sowas stand. Ich nehme mal an, auf dem Flughafen Rollfeld nicht unbedingt, ne? Das heißt, wir machen hier gleich hoch. 3 Stück noch in knapp 4 Minuten. Klingt machbar. Es sei denn, nicht alle sind auf Shoreside Vale. Wenn noch welche auf Portland sind, dann haben wir ein großes Problem. Ich glaube, dann schaffen wir das nicht. Aber wir haben einfach mal Gottvertrauen und machen weiter wie bisher. Schauen wir doch mal. Echt hier auf dem Gelände? Auf dem Krankenhausgelände. Wunderschön. Scheiße, wir müssen echt nach Portland. Oh nein. Das ist doch nicht euer Ernst. Wir müssen nach Portland? Shit. Ach du Scheiße. Na, das kann ja heiter werden.
Na super! Ich glaube, ich sollte mal auf einen schnelleren Wagen wechseln. Herzlichen Glückwunsch! Oh Mann, also knapp 3 Minuten, um rüberzukommen und dann noch die 2 Stände zu suchen und zu zerstören. Könnte eng werden. Ich bleibe jetzt erstmal in dem Auto. Ich bleib doch nicht in dem Auto. Habe ich gerade entschieden. Och, Typ. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich verarschen. Ihr seid solche Ärsche. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Passt auf, wir machen es jetzt so. Ich werde erstmal die auf Staunton Island und in Shoreside Vale zerstören. Und ich schalte euch dann wieder zu, wenn wir uns auf dem Weg nach Portland befinden. Also, wir sehen uns gleich wieder beim 3. Versuch, Kaffeestände zu zerstören. Was für ein Spaß. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Und diesmal haben wir ein kleines bisschen mehr Zeit als vorhin. Das ist ganz gut. Das Schlechte ist, wir werden von einem Kartellwagen verfolgt. Weiß nicht, ob das jetzt so ultra tragisch ist, aber zumindest stört es ein wenig. Also er hat mich jetzt schon über die... Könnte die Kamera vielleicht mal ein bisschen mitmachen? Er hat mich jetzt schon über die komplette Insel, über ganz Shoreside Vale verfolgt. Ist zum Glück nicht sonderlich nervig geworden dabei, aber es ist halt schon ein bisschen belastend, wenn du da ständig einen hinter dir herfahren hast. Ich glaube, ich bleib gleich mal in der Kiste jetzt sitzen, hier in der Familienkutsche. Weil stabiler als Sportwagen, ne? Also ich habe jetzt den größten Teil mit einem Infernus gemacht und am Anfang mit einem Stinger, würde ich denken. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Jedenfalls mit Sportwagen. Die haben mehr oder weniger durchgehalten. Allerdings nach 2 oder 3 von den Zusammenstößen, inklusive ein paar Schüssen, die dann folgen natürlich, von den Kolumbianern, geben die halt auch den Geist auf. So, wir sind wieder auf Portland. Jetzt müssen wir die bloß noch finden, die Dinger. Also, die anderen konnte ich ja jetzt right away direkt zerstören, weil ich einfach schon wusste, wo sie waren. Jetzt müssen wir wieder suchen gehen. 2 Minuten bleiben noch. Ich hoffe, das reicht. Und ich hoffe, wir müssen nicht im Mafia-Gebiet. Das wäre sehr unfein. Bitte lasst mich nicht im Mafia-Gebiet fahren. Bitte lasst mal irgendwo was auftauchen hier. Hallo? Kaffeestände? Bitte. Jetzt. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hin muss. Also, Portland ist jetzt auch nicht so klein. Von daher, wo muss ich denn langfahren, ist die Frage. Es wird ja wirklich gar nichts angezeigt gerade. Scheiße. Aber ich will jetzt nicht, dass mir jetzt dadurch zerritten wird, das Ganze, dass ich die scheiß Dinger nicht finde. Es kann nicht so schwer sein, so ein paar blöde Kaffeestände zu finden, Mensch. Also hier unten am Hafen ist ja eigentlich eher unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie, was die für eine Logik an den Tag legen. Siehst du mal, einer ist hier. So, fehlt noch ein weiterer dann. So, ja klasse, der Wagen ist sofort wieder hinüber. Es ist großartig. Gib mir ein Auto. Ja, zur Not auch ein Bullenwagen. Komm, steig aus. Das schaffe ich sowieso nicht zeitlich, glaube ich. Also ist halt die Frage, finde ich das Ding jetzt? Das ist das Einzige, was jetzt die Frage ist. Sobald ich ihn gefunden habe, draufhalten, zerstören. Das geht. Oh ja, sehr gut. Oh. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich nicht von den Mafia-Typen über den Haufen gerotzt werde, denn die dürften ja immer noch ein bisschen sauer auf mich sein. Das ist zeitlich eine sehr knappe Angelegenheit hier. Bleib mal nicht hängen! Alter! Ah, zack! Jawoll! Mission geschafft! Knapper geht's nicht! Wunderbar! Wir haben es geschafft! $40.000 für uns! Und meine Güte, war das knapp! Also, das hätten wir vorhin auf keinen Fall geschafft. Selbst wenn wir da nicht überfahren worden wären, ich hätte die niemals rechtzeitig gefunden, die Dinger. Keine Chance. So, haben wir gleich noch einen Bullenwagen mit erobert, ohne jetzt verfolgt zu werden. Weil der Stern mit Erfüllung der Mission verschwunden ist. Auch schön. Aber ich meine, ich brauche ihn sowieso nicht.
Und die Fahreigenschaften, haben wir gerade gesehen, sind auch nicht so geil. Also, wenn es schon reicht, scharf in eine Kurve reinzufahren, dass das Ding umfällt. Elchtest nicht bestanden, würde ich sagen. Auch wenn da kein Elch zu sehen war jetzt. Aber ihr wisst schon, was ich meine.